Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Fidos TV. Eine neue in unserem Let's Play Format, Let's Play Together Anno 1800. Mit dabei natürlich der kleine Cody. Hi. Hola. Que tal? Wir hatten ja wie in der letzten Folge bereits erwähnt, jetzt vor den kleinen Graves hier im Osten anzugreifen. Ich zähle eins, mittlerweile doch schon die zweite Kanone, aber ich denke, das müssten unsere Linienschiffe schaffen, oder? Ich habe halt nur noch drei. Also ich habe jetzt leider zwei. Am Ende der letzten Folge mein eines Linienschiff noch draufgegangen im Kampf gegen zwei Linienschiffe von unserem lieben Alonso Grace. Noch ein Grund mehr, seine Insel ein bisschen zu traktieren. Der kleine Pischer kann ja halt nicht alles machen, was er will. Das funktioniert so nicht. Ja. So geht das nicht weiter, du. So geht das nicht. Aber warte mal, ich muss mal kurz ein paar Arbeiter hochleveln. Sehe ich gerade, ich habe zu wenig. Alle Achtung, ich ziehe meinen. Bin ich den ins Kirchen, ja. Und noch zum Bauernhaus. Das nehmen wir noch. Braucht tatsächlich nur noch Pelzmäntel, dann bin ich soweit ready. Ich schicke meine Flotte schon mal los. Hier ist noch ein Schiff von ihm, das würde ich ganz gerne noch mal kurz abfahren. Ich das eventuell kriege. Hi. Go, go, meine kleine Schlachtflotte! Go, go! Ja, yes. Oh, er kommt sogar auf mich zu. Das ist ja nett von ihm. Ich kann mal. Ja, komm. Oh, jetzt haut er doch lieber ab. Flotte geht auf Fass. Haha, da gibt's ja Fersengeld. Flotte Segelinformation. Schiff vom Stapel gelaufen. Also du kannst ihm natürlich schön gemütlich entgegenpaddeln, weil er scheint nicht nach rechts einzubiegen, was irgendwie sein Fehler ist. Jetzt kommt er nämlich gleich definitiv nicht mehr in seinen Hafen. Koordinaten an. Der wird gleich ein Problem haben. So oder so. Ja, komm. Schwimm noch ein bisschen weiter. Ja, sehr schön. Ist auch schnell, ey. Allerdings, da komme ich nicht hinterher. Nee, musst du ja auch nicht. Du kannst ja eventuell noch mal gucken, ob du ihn abfängst. Ja, jetzt dreht er nämlich zu dir bei. Ja, der kann nicht mehr viel machen. Der wird jetzt wahrscheinlich versuchen, gleich durchzubrechen bei mir. Ah ja, jetzt muss er aber leider... Jetzt segelt er gegen den Wind. Genau, richtig. Ah, jetzt segelt er wieder mit. Nee, er kreuzt ein bisschen. Aber ich glaube, das schafft er nicht. Ja, mein Schiff fängt an zu kämpfen. Laufen Koordinaten an. Ich denke mal, das wird ihn dann auch relativ schnell dahin raffen. Wo sind denn meine, ey? Meine segeln natürlich auch gegen den Wind, sind extrem langsam einfach. Kann das auch sein, dass die sich gegenseitig den Wind klauen, die Schiffe? Das ist durchaus möglich. Flotte unterwegs. Flotte legt ab. Kriegt er ins Gesicht, ey. Tschüss! So. Tja. Flotte segelt in Formation. So. Okay, das ist so. Ich muss jetzt mal mein Schiff in Position bringen. Ja gut, mein Linienschiff hat jetzt ein bisschen was abbekommen, aber ich denke mal, das sollte ohne Probleme machbar sein. Das war echt eine knuffige Flotte. Flotte gut, du hast einfach eine Fregatte und drei Linienschiffe, ne? Ja. Flotte bereit. Manchmal bleiben die auch gefühlt einfach stehen. Kann das sein, ey? Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Meine Schiffe bleiben einfach mal kurzzeitig stehen. Ja, also die erwische ich sie bei besonders guter Laune, Direktor. Also das ist manchmal ein bisschen dürftig, finde ich. Neue Ausgabe. Sie können doch nicht. Ich meine, sicher, die Ausgabe darf nicht in diesem Zustand gedruckt. Ihre Fakten sind eine echte Alternative. Flotte segelt in Formation. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Ich muss den Kleinen auch immer predigen, dass ihre Pfoten nicht. Nein, sage ich. Er ist böse. Du willst von Norden angreifen an die Insel? Ja, ich gehe von Norden. Wir können auch beide von Norden rangehen. Das ist, denke ich mal, kein Problem.
Laufen Koordinaten an. Spielstand gespeichert. Wie sieht denn seine Defense mittlerweile aus? Dann beim Aufrüsten. Na gut, er hat halt zwei dicke Kanonen, Türme, eine Geschützstellung und er hat noch die Kanone auf dem Kontor. Das wird schon. Also, es wird auf jeden Fall verlustreich für uns. Meinst du? Naja. Also, wir werden definitiv Schiffe verlieren. Da gehen wir nicht mit einer Pattsituation raus. Kannst du mal einen Arschloch verwenden? Was sagt denn momentan mein Bestand? Das sieht alles gut aus. Segel, Brot, Bier steigt auch. Ich hab so viel Hopfen, ey. Ich muss gerne noch mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Konserven ist auch gut. Nähmaschinen, okay, alles klar. Stein, Stein, Stein. Stein? Nein. So, den Rest pflastern. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Was? Was ist los? Meine Attraktivität der Stadt hat sich verringert. Zu viel Industrie, zu viel Schwerindustrie. Ja, kein Witz, also Industrie haut hier schon gut zu Buche. Also, ja. Ein guter Attraktivitätskiller der Stadt, auf jeden Fall. Flotte erwartet Befehle. Ja, machen wir. So, das läuft. Sehr schön, sehr schön. Alter, deine Flotte ist ein bisschen schneller als meine. Stürze dieses Babel. Ich war hochmütig. Die Frage ist jetzt, welchen Geschützturm zuerst? Jetzt hat er mittlerweile drei. Ne, ernsthaft? Hat er nochmal aufgerüstet? Ja. Aber er hat jetzt eine Geschützstellung und zwei Kanonentürme. Ja, ja, genau. Wir müssen als erstes den Kanonenturm ganz oben im Norden platt machen. Das ist das Gefährlichste für uns. Ja. Komm mal zu Der dir. Falke ist bereit. Lass mal meine Kanonenboote als Kugelfang vorfahren. Ja, eine gute Idee. Und dann wollen wir mal gucken, ob sich der Krieg lohnt. Oder ob wir gleich ein bisschen auf die Fresse bekommen. Und unsere ganze Flotte verlieren. Gar nicht. Ja, höchstwahrscheinlich. Wieso sind deine Schiffe so langsam? Keine Ahnung. Einfach schlecht wahrscheinlich, ey. Faule Crew. So, was ist denn jetzt hier mit Brot? Wird hier Brot gebacken? Ach scheiße, ich wollte ja noch ein ranholen. So. Aber da haben wir zumindest schon mal einen Überblick, was man so an Schiffen braucht, um so eine Insel einzunehmen. Weil, wenn wir jetzt natürlich komplett auf. Wo ist denn ein Schiff? Bitte? Ach, ein Schiff in der neuen Welt ist bei mir unter Beschuss. Aber das kriege ich, glaube ich, hin. Alonso Graves ist auch schon hier. Der hat aber auch schon echt viele Schiffe, der Alonso Graves, ne? Also der scheint anscheinend nur Kriegswaren zu bauen, den ganzen Tag. Anders kann ich mir das fast Schiff nicht erklären. Vom Stapel gelaufen. Och, kannst du das Schiff jetzt mal bitte zerstören? Bereit! Danke. Danke, danke, danke. So. Alte Welt, ich bin wieder da und meine Schiffe sind da und ich würde sagen, es geht der los. Der Falke ist bereit. Moment, Moment, Moment. Okay. Mal kurz ein Schiff zu meinem anderen Hafen schicken. Jetzt. Neue Befehle. Also, oberste Kanone war richtig, ne? Korrekt. Okay. Oberste Kanone zuerst und wenn die kaputt ist, dann erstmal die Geschützstellung, dann die zweite Kanone und dann die Kanone mehr als hier, bereit. Beziehungsweise das Kontor selber. Dann los. Ja, ich warte mal, bis meine Schiffe unterwegs sind. Flotte Segel in. Ja, nun starte doch mal hier. Go, go. Ich brauche Motoren. Das ist doch mal eine hübsche Flotte. Das sieht doch mal gut aus. Schiff unter Beschuss. Flotte geht auf Fahrt. Oh, oh. Alter, die sind ja instant weg. Zielstand gespeichert. Also ich gebe dir einen guten Tipp für die neue Welt.
Geh mit Linienschiffen dahin. Ein Schiff da ist der Alonso Graves zerstört. Auch schon ganz groß im Business. Schäden am Rumpf. Ein Schiff wurde zerstört. Wir müssen komplette Feuerkraft auf das scheiß Ding machen. Laufen, Koordinaten. Komm schon, Schiff unter Beschuss. Komm schon. Nein, du sollst nicht da hinschießen. Du sollst da hinschießen. Dachte, die Oma ist da. Ja, meine Schiffe wollen das. Ein Schiff wurde zerstört. Wer schießt jetzt? Wer schießt auf? Wer schießt auf? Ein Schiff wurde zerstört. Ja, die Geschützstellung. Geschützstellung? Ja, die Geschützstellung. Geschützstellung, aber es funktioniert ganz gut. Hat doch relativ viel Feuerpunkte. Ein Schiff wurde zerstört. Letzte Kanone. Feindliches Ziel erfasst. Ein Schiff wurde zerstört. Die sind so laut, ich muss das mal kurz ein bisschen leiser werden. Ich glaube, sonst versteht man uns gar nicht mehr sprechen. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Greif zu. Du hast diese Insel verdient. Ich hole sie mir dann später wieder. Okay. Oh, ich habe 3, 4 Inselanteile bekommen. Du hast 1. Warum? Ich hab meine kleinen Schiffe geopfert. gut, ich hab halt 3 Linienschiffe im Kampf gehabt, ne? Macht halt deutlich mehr Damage. Auch Kanonen. Flotte Segel Information. Ich lese in dir wie in einem Buch. Was heißt das denn? Aber jetzt kann man nämlich irgendwie. Ja, nee, die Insel gehört jetzt wohl irgendwie immer noch. Langsam tot. Die Insel arbeitet aber quasi für dich, also die generiert. Einkommen. So habe ich das irgendwann mal gelesen. Aber wie genau das laufen jetzt funktioniert, du kannst dich wohl auch irgendwie dazu entscheiden, die Insel komplett zu übernehmen, aber das soll wohl nicht ganz so schlau sein. Bereit. Aber der hat auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so krass gewesen, wie ich mir das gedacht habe. Ich meine, wir haben kein Linienschiff verloren. Ich denke mal noch 2, 3 Linienschiffe jeder dazu, dann können wir seine Hauptinsel theoretisch auch wegspülen. Ja. Das sollte eigentlich kein Problem sein. That's true. Mal eben hier bauen. Viel rumheulen, ne? Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen verprügelt worden. So, wo ist die Kanonengießerei? Die läuft durch 2. Ja, okay, na gut. Dann weiß ich gerade nicht, was ich steigern soll. Ich brauche Kanonenflosche. Ich brauche dringend Kanonen. Auch Kanonen. Ich glaube, da kommt eine Flotte von ihm. Ne, ist nur ein Schiff. 2 Schiffe. Ah, okay, das kann passen. Schick nur die kleinen Schiffe her. Wie lange dauert diese Expedition eigentlich? Lange, lange. Also ich habe glaube ich 4 oder 5 Sequenzen gehabt, kommen wo ich dann Sie mir nicht mit musste, bis ich die neue Welt gefunden es habe. Gibt so viel ich habe jetzt auch gerade direkt mein Schiff verloren in der neuen Welt. Das wurde direkt einmal weggeprügelt von Alonso Graves. 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 Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Oh, sehr schön. Was? Ein Krieg, der mich nicht tangiert, ist immer angenehm. Komm her und lass dich töten. Ich segle unter niemanden. So, ich habe jetzt eigentlich auch theoretisch alles. Ich muss eigentlich jetzt nur noch Pelzmäntel anbauen. Jetzt hier fehlen die Rohstoffe. Ach, fuck. Was brauche ich denn überhaupt dafür? Bauen, nee. Spielstand gespeichert. Ja.
la, 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 la. Oh, eine Inspektion. Jagdhütte, habe ich denn überhaupt? Ja, kann ich ja hier sogar bauen, sehr schön. Okay, das Schiff läuft. Also Kanonen ist bei mir aktuell irgendwie Mangelware. Ich müsste mal gucken, ob ich da eventuell irgendwie nochmal Kanonen einkaufen kann oder so. Oder ein paar Schiffe einfach zerstöre. Oder so. Ja. Klingt fair. Also ich glaube hier diese Beryl O'Mara, die wird auch noch auf jeden Fall ein ziemlich großes Problem. Wenn ich mir mal so angucke, da Alonso Grays Insel, seine Hauptinsel oder Waldinsel, da schwimmt die gerade mit ihrer Flotte vor. Das sieht auch ganz schön böse aus. Bin auf jeden Fall froh, dass wir mit der nicht auch noch im Krieg sind. Ich glaube, das wird ein bisschen wehtun. So, ich glaube, die hören uns ein bisschen. Flotte erwartet Befehle. Aber auch gut langsam unterwegs, die Dinger, ne? Ich verstehe nicht so ganz, wie der Computergegner mit den paar Häuschen so krass performen kann. Das ist irgendwie. Bald klebt dein Blut an den Planken. Ich denke mal, er hat einfach mehr Ahnung als wir. Na, das steht zweifelsfrei fest. Sie gehören schon fast zur Familie. Okay. Das Museum kann man ja auch noch ausbauen, ey. Ich meine, gut, ich habe jetzt auch noch 800 Handwerker über, aber bin halt momentan, weiß ich halt nicht, was ich bauen soll. Ich brauche halt eigentlich Pelzmittel, um aufzusteigen, aber neue Welt ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, ich schicke gleich nochmal zwei Linienschiffe los. Und dann werde ich mir da mal eine Insel unter den Nagel reißen. You know what I mean? Yeah. True. Und wenn die dann irgendwann zurück sind, dann können wir nochmal gucken, ob wir den guten alten Grace nochmal eventuell einen kleinen Besuch abstatten. Mein Hafen wieder angegriffen? Oh ja, die doch. Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh Gott! Habe ich hier überhaupt eine Feuerwehr? Ich glaube, ich habe keine Feuerwehr hier. Das ist nicht so gut. Feuerwehr. Wo ist die Feuerwehr? Da. Gut, also die Angriffe von ihm, die sind halt einfach nicht durchdacht, ne? Also er kommt hier halt immer mit drei Schiffen erwartet an, aber Anweisungen. Irgendwie ist das unklug, was er da macht. Greif ihn an! Braucht man Linienschiff, ne? Er hatte sogar zwei Linienschiffe, die er mir hingeschickt hat, aber es ist einfach zu wenig. Da kriegt er halt auf die Fresse. Ich überleg grad, soll ich noch was hinschicken? Nee, das passt. Also platt kriegt er mich eh nicht. Mein Linienschiff steht da ja noch und kämpft. Ne? Und ich schicke dem jetzt gleich noch mein zweites Linienschiff entgegen. Ja. Dann ist die Sache für ihn auch schon wieder gegessen, denke ich mal. Ja, der geht baden. Sicher? Ja, der geht baden. Der schwimmt ja jetzt auch meinem nächsten Linienschiff direkt in die Arme. Also man kommt auf gar keinen Fall weg. Ich jetzt noch eine Seile. Ein Schuss noch. Boah, die Kanone aber auch eine Reichweite, ne? Ja, und tschüss. Und tschüss, mein guter Freund. Ja, nett. Stillgestanden, der Admiral. Toll. Wie steht hier denn noch ein. Ach, das ist deins. Okay. Du hast da auch noch ein Linienschiff bei mir rumstehen, ne? Wo? Ein bisschen südwestlich von meiner Hauptinsel. Steht noch nie ein Schiff rum. Was steht? Es ist einer Expedition zugewiesen. Ja, dann hast du das gleiche wie ich gerade gehabt. Du hast es zwar angeklickt, aber du musst ihn jetzt quasi nochmal loschicken. Achtung, Admiral anwesend. Das war das, worüber ich mich vor zwei Folgen oder so beschwert habe. Seit den Sextanten zu entstauben. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Es ist auch kein Wunder, dass es so lange dauert. Ja, ich dachte, man drückt drauf und geht auf Expedition. Deine Kräfte sind quasi noch in der alten Welt. Spielstand gespeichert. Sicherlich. Spielstand gespeichert, Danny. Geil. Mhm. So.
Oh ja, müssen wir die Produktion auf Vordermann bringen, das läuft. Hey, brauchen wir wohl doch nochmal eine Mühle mehr. Die denn bei mir? Ja gut, also Schiffe sind natürlich echt schon ein teures Spektakel, muss man sagen. Yep, yep. Tut schon weh, die Unterhaltskosten. Aber ich verkaufe mal ein paar Waren, ich bin zu viel von allem. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Na gut, dass ich 150 Tonnen Schokolade auf meiner Stiefel Insel habe und 170 Tonnen Zigarren und 190 Tonnen Sekt. Ich keine Ahnung habe, wo ich das her habe. Wird das generiert von meinen Einwohnern oder was? I don't know. Noch mal raus. Zeichen kann ich auch noch ein bisschen verkaufen. Boah, ohne Witz, wie viel man auch einfach anbauen muss an Industrie, ne? Mit Baumwollplantage. Auch wieder eine Jagdhütte. Ja. Überhaupt die Jagdgründe, dass ich eine Jagdhütte hinbauen kann? Also du hast auf jeden Fall die... Nee, auf deiner Hauptinsel hast du keine Fälle. Und auf deiner zweiten Insel anscheinend auch nicht. Ja, ist doch top. Nee, warte mal. Doch, auf deiner zweiten Insel kannst du es anbauen. Wo siehst du das nochmal? Wenn du quasi oben über der Map direkt zu die Fruchtbarkeiten. Wo ich hier so ein tolles Salpeter vorkommen habe. Wow. Der hat wieder ein Kontor gebaut im Norden der Graves, sollen wir den mal entdecken? Schweinehund! Das müsstest du doch alleine schaffen. Aber ich habe mein Schiff jetzt schon wieder, ich habe die jetzt gerade erst wieder bei mir in der Base drin. Zwei von denen müssen jetzt auch noch repariert werden. Und ich würde jetzt auch ganz gerne nochmal Schiffe losschicken in die neue Welt. Ah, mein Hals! Oh mein Gott! Ich verheiße dir, Geruch. Oh, mein Nacken tut so weh. Ja, warum? Ich dir auch erzählt, ich habe einen steifen Hals. Was hast du gesagt? Was? Ja. Danke für nichts. Neue Ziele? Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Du bist mein Kai hier ein bisschen überfüllt gerade. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Na. So, dann wollen wir noch ein paar Steine. Ein bisschen Sie wissen, Eisen. Und ein paar Fenster. Ram, wir brauchen Ram. Schuften, schlafen. Kann ich die denn jetzt in die neue Welt schicken? So direkt? Nein, das nicht. Ich hab meine Familie bei mir. Was will man mehr? Achtung, so, Admiral anwesend. Schiffe gehen in die neue Welt. Schiff unter Beschuss. Habe aber auch das nächste Linienschiff schon wieder im Bau. Also ich habe jetzt trotzdem immer noch vier Linienschiffe hier. Was? Ah ja, du bist dabei. Sehr schön. Nice, Floschi. Thank you, sir. Thank you, sir. Kill! Seine Fregatte und sein Kanonenboot. Die Maten sind hungrig. Ich habe ihre Schnauzen ganz tief in deinen Gestank tauchen lassen. Eine Route schenken. Spielstand gespeichert. Ach, Schnaps hat er. Ja, ey, das kann doch nicht wahr sein hier. Ja, du brauchst unglaublich viel Bier. Also, das ist wirklich krass.
Ich habe auch so viel Produktion mittlerweile auf dem Weg. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Also da kommt auf jeden Fall eine Fregatte zu dir, ja, und noch ein kleines Kanonenboot. Aber ich denke mal nicht, dass die was gegen dich machen können. So brutal und schön. Neue Ziele? Steuermann! So. Flotte ist ready. Feuer! Gewonnen. Angriffsformation! Also er hat auf jeden Fall diese Folge schon mal gemacht. Flotte zum Angriff. In die Takelage! Das ist meine Schule. Das ist der Junge mit dem blauen Hemd. Du Tier! Dankeschön! Dankeschön! Ja, du Tier! Wer hat Tier zu dir gesagt? Alonso Graves oder was? Ja. Hast du denn jetzt die Wir Insel übernommen? Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Ich hatte jetzt die Auswahl zwischen Inselanteile beanspruchen und Insel übernehmen. Ich habe jetzt mal... Ja. Inselteil übernehmen. Ich hätte mal erobern. Wir lahmen etwas. Da hätte ich mich wahrscheinlich auch wieder um die Insel gekümmert. Boah, 17 Kanonen. Noch Kanonen. Schwimmen wir. Alantos Beruhigungsmittel. Okay. Danke. So, komm, kommt mal nach Hause. Flotte reparieren. Flotte reparieren. Flotte Man reparieren. Muss immer bereit. So, mein nächstes Linienschiff ist fertig. Mein nächstes kommt in 6-7 Minuten. Aber dann kann ich auch kein neues produzieren, weil mir gehen langsam die Kanonen aus. Ich produziere irgendwie nur sehr langsam Kanonen. Obwohl ich schon 2 Kanonengießereien habe. Gibt mir dann letztlich auch. Also Segel habe ich mehr als genug. Ich brauche halt nur Kanonen. 30 Segel? Wie viele Kanonen hast du? 36. Ah, okay. Ich dachte gerade 130. Nein. Ich kann keine Kanonenboote bauen. Was willst du mit Kanonenbooten? Kugel fangen. Wow. Ja, bevor die. Ja, moin, Leute, das ist euer neues Schiff. Ihr seid übrigens Kugelfangen. Ja, gut. Also, ich finde jetzt gerade, als die Linienschiffe angefangen haben zu tanken, als wir Alonso Graves angegriffen haben, war das eigentlich ganz okay. Also, da kam jetzt nicht so mega krass viel Damage rüber, wie ich das gedacht habe. Also, okay. Ich denke mal, außer einer Hauptinsel, wenn wir jetzt jeder noch 2 Schiffe. Also, meine beiden Linienschiffe sind jetzt halt gerade auf dem Weg in die neue Welt, weil ich halt ganz gerne die Insel da mal, meine Insel erobern würde, um halt, ne? Schiff vom Stapel gelaufen. Kriegsschiff meldet sich zum Beat. Danach können wir dann aber nochmal Krieg führen. Der Krieg führen macht ja Spaß. Ja. Ich find's aber tatsächlich aber, schade. Das Krieg führen müssen wir dann quasi in deiner Folge machen, weil wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben jetzt okay, 30 Minuten. Okay, do. Ja, das Einnehmen der ersten Insel von Alonso Graves ist geschafft. Die zweite Insel wurde fast zerstört. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mal gucken, was wir demnächst hier anstellen. Vielleicht mal die Piratin ein bisschen dezimieren. Ja, das wäre tatsächlich auch gar nicht mal so eine doofe Idee. Wie immer heißt es, gerne einen Kommentar lassen, einen Daumen hoch, kostenloses Abo wird uns auch sehr gut gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann aus der Sicht von Danny. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.